Direkt vorne vorweg, ich weiß nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Und so, einige denken, oh, okay, es ist noch keine 17 Uhr, schon ein Video, hä? Hey, okay, sollte nicht eigentlich erst die Lectors Manga Woche kommen? Ja, aber ich habe die letzten Tage eh schon sehr viel darüber nachgedacht, darüber ein Video zu machen, aber spätestens seit ich heute Morgen aufgewacht bin und dann halt einen gewissen Politiker gesehen habe, wie er sich während einer Rede kaputt lacht, wusste ich, ich muss einfach drüber reden. Und zwar bezüglich Hochwasser, die Flutkatastrophe und all dem drum und dran. Und zwar, ja, viele wissen es, ich komme aus Aachen. Und gerade Aachen, die Region drumherum, ist sehr stark von diesem Hochwasser betroffen. Zugegebenermaßen mein Stadtteil, Gott sei Dank nicht. Also bei uns war das Schlimmste halt wirklich, dass die Keller vollgelaufen sind. Anders ist es hingegen für die Stadtteile, wo zum Beispiel meine Freundin lebt. Stolberg ist halt komplett am Arsch. Also wirklich, diese Bilder sind wow. Aber auch Eschweiler zum Beispiel, wo meine Oma lebt. Die hat jetzt seit ein paar Tagen kein Wasser mehr. Meine Freundin ist zum Glück das Schlimmste nur, dass sie keinen Strom, also nicht keinen Strom, dass sie kein Internet hat. Aber andere Teile von Stolberg hat es halt zum Beispiel gar nicht gut erwischt. Und ja, diese ganzen Bilder zu sehen, haben mich wirklich schwer getroffen, weil ich lebe seit 24 Jahren in der Region Aachen. Ich kenne seit 24 Jahren auch diese ganzen Gebiete drumherum. Und halt zu sehen, dass diese Orte, die man seit 20 Jahren kennt, von einem Tag auf den anderen so zerstört worden, nimmt einen mit. Und ich wollte eigentlich nie direkt hier diesen Kanal irgendwie groß, auf diesem Kanal was anderes behandeln als Manga, Anime und so weiter. Weil das ist hier eigentlich kein Meinungskanal. Aber das ist halt ein Thema, was mich direkt betrifft. Und gerade die letzten Tage hatte ich dann auch so viel Hass und Ekel, wenn ich in die Medien geschaut habe. Wenn man gesehen hat, wie viele Idioten sich für die Berichterstattung ins Hochwasser gestellt haben. Oder bestes Beispiel, der gewisse Kanzlerkandidat, der so viele Aussagen tätigt. Wie zum Beispiel, ja, bloß weil jetzt mal so ein Tag ist, ändert man nicht gleich die Politik. Ja, ich sag mal so, 140 Tote zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Oder ich glaube inzwischen sogar 141 Tote. Aber ist der nur so ein Tag? Oder eben, wie eben schon erwähnt, im Hintergrund bei der Rede vom Steinmeier sich kaputt lacht. Es ekelt mich an, wenn ich sehe, wie momentan eine solche Katastrophe instrumentalisiert wird für den Wahlkampf, weil man merkt, bei so vielen, es dient alles nur dem Wahlkampf. Das hat nichts mit Empathie zu tun, sondern wirklich einzig und allein, ja, bald sind Bundestagswahlen, man muss sich jetzt als Retter oder als, ja, lasst uns helfen darstellen. Und als jemand, der eben aus dieser Region selber kommt und diese Bilder gesehen hat, so viel Hass habe ich selten gespürt. Und nun muss ich sagen, die Region Aachen ist ja nicht der einzige Ort, wo es getroffen hat. In Ahrweiler zum Beispiel. Ahrweiler, kann man auf Deutsch sagen, existiert so gesehen nicht mehr. Die komplette Stadt ist zerstört. Also gerade Ahrweiler hat zum Beispiel auch richtig krass getroffen. Welche Meldung mich aus Ahrweiler sehr getroffen hat, war, dass dort in einem Heim, Wohnheim für Behinderte, halt, ich glaube, 9 oder sogar mehr Behinderte halt ertrunken sind. Davon halt viele im Rollstuhl. Als jemand, der halt Heilerziehungspfleger ist, also halt im Heilerziehungspflegebereich arbeiten, und man ist so gesehen noch nur ein FSJ, die Ausbildung beginnt nächstes Ein Monat, ist ja egal, wenn ich mir halt dann. Weil ich habe auf der Arbeit natürlich auch Leute, die im Rollstuhl sitzen. Und ja, das lässt einen nicht los. Und momentan sollte einfach auch nicht die Zeit sein für Politik, für Wahlkampf oder so, sondern momentan sollte
Zeit sein für Menschlichkeit. Und deswegen ein Appell: Informiert euch bitte, wie ihr momentan irgendwie helfen könnt. Egal, ob es nur ein Euro ist oder eine kleine Sachspende. Momentan ist jede Hilfe nötig. Weil das, was die letzten Tage passiert ist, war nicht einfach mal so ein Tag. Das, was die letzten Tage passiert ist, war eine Katastrophe. So viele Leben wurden beendet, so viele Existenzen zerstört. Und gerade jetzt sollte man zusammenhalten. Ah ja, das war's mit dem Video. Sagt an alle, die sonst hier Manga-Content erwarten. Es kommt nachher noch einer, aber dieses Video musste einfach sein. Seht es als, keine Ahnung, wie ein bisschen Selbsttherapie, wie ich mit dieser Situation auch besser umgehen kann. Weil ich muss einfach das mal loswerden. Wenn ich sehe, wie Orte, die man liebt, so zerstört sind. In den letzten Tagen, immer wieder, wenn ich diese Bilder gesehen habe, ich musste mit den Tränen kämpfen. Weil es mir wirklich ins Herz ging. Und klar, man schimpft gerne mal über gewisse Regionen und Co. Trotzdem, letztlich liebt man seine Heimat. Das tue auch ich.